Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute testen wir ein bisschen neues K-Beauty Make-up. Was war das? Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe tatsächlich allerhand bei YesStyle bestellt und ich habe auch ein bisschen was zugeschickt bekommen, ein paar Neuheiten. Und ja, das möchte ich gerne in diesem Gesicht mit euch zusammen ausprobieren. Jedenfalls die Make-up-Schritte werde ich hier in diesem Video auch zeigen, die dann quasi hier auch auf meinem Tisch. Was rede ich denn hier? Genau, ja, ihr könnt dort auch, ich habe einen kleinen Knoten in meinem Kopf, mit Claudis Welt auch immer 10% sparen, wenn ihr möchtet, oder so den maximalen Rabatt rausholen, ne? Ja, das ist eine ganz nice Kiste, finde ich, ne? Ihr findet dazu auch die Links in der Infobox, habe ich euch mal reingesetzt und ich würde sagen, wir starten. Ich habe noch keinen Primer drauf und ich habe mir jetzt auch keinen neuen gekauft. Das heißt, ich nehme jetzt einfach hier meinen aus dem Project Pen und trage mir den auf meinem Gesicht auf. Denn als Foundation habe ich definitiv ganz, ganz neue Geschichten hier vor mir liegen. Zuallererst habe ich so eine Cushion Foundation von Tier Mask Fit Red Cushion in der Farbe 21N Ivory. Ich glaube, die soll man auch wirklich mit diesem Ding hier auftragen. Da muss ich mal schauen. Ich feiere jetzt schon diesen Spiegel hier drin, ne? Das ist halt wirklich... Oh, ups. Ganz schön viel jetzt schon auf dem Finger drauf. So eine Cushion könnte ein bisschen gelb vielleicht sein. Da müssen wir mal schauen. Ich trage mir sowas aber wirklich am liebsten entweder mit einem Schwämmchen oder halt mit einem Pinsel auf, ne? Wow. Doch, das ist ein bisschen dunkel noch, ne? Das heißt, der Sommer muss auf jeden Fall nochmal über mein Gesicht rüber huschen. Aber das ist doch schon mal eine feine Sache. Guckt euch das an, ne? Das zieht halt nicht so Streifen oder so. Lässt sich halt schon jetzt sehr gut verblenden. Und das sitzt echt wie eine zweite Haut, Leute. Trotzdem hat man so eine sehr ausgeglichene Geschichte. Das mag ich gerne. Es ist nicht so speckig. Das könnten vielleicht auch manche ziemlich feiern, ne? Weil das, ich bin gerade sehr happy mit dieser Geschichte hier. Es hat schön ausgeglichen. Man sieht ja, hier habe ich ja auch so ein paar, ja, Rötungen auch immer mit dabei. Dann habe ich meine Sommersprossen und so. Und hier ist das Ganze einfach ausgeglichen. Das ist schön. Und vor allem auch nur mit dem Pinsel, ne? Das ist wirklich eine ganz gute Sache. Meine Ohren bleiben immer rot. Da können wir gar nicht anders. Und ja, mag ich. Also das ist, muss jetzt halt wirklich auch gleich mit den anderen Produkten noch weiter performen, was ich aber tatsächlich denke, ne? Ist schon mal eine gute erste Geschichte. Und wir haben ja auch diesen süßen Spiegel mit dabei, wo ich gleich auch noch die Folie von abziehen muss, glaube ich, ne? Guter Spiegel, gute Sache auf der Haut. Und ein schönes Verpackungsdesign. Das mag ich. Dann habe ich hier mir gekauft die CC Foundation, Velvet Mist Foundation. Das ist einmal diese hier. Die werde ich jetzt aber heute nicht verwenden. Da sind 20 Gramm drin und ich habe sie mir gekauft in der Farbnuance 01. Das sieht schon edel aus. Holla die Waldfee, ne? Also das, ich mag das Design einfach total gerne. Und hier haben wir dann die Kappe. Eine ganz schöne Milchglasverpackung, aber die wird dann demnächst mal ausprobiert, denn ich habe eben quasi Alexa entscheiden lassen, welche Foundation es sein darf. Sie hat entschieden, dass ich die Misha Foundation verwende. Das ist die Perfect Cover BB Cream. Eigentlich so ein Alltime Favorite. Nummer 21 ist meine Farbnuance. 50 Milliliter sind hier drin und ich glaube, dass die neu formuliert ist oder so. Also auch hier habe ich die 21. Das ist dann ein Mühchen, vielleicht zu dunkel, keine Ahnung. Die kommt jetzt auf diese Seite. Wobei, die ist halt nicht so gelbstichig, sondern eher gräulich unterwegs. Oha, die ist richtig grau, Leute. Ups, riecht ein bisschen nach Babycreme. Und hier sieht man halt wirklich, dass die etwas juiciger auf dem Gesicht ist, ne? Als jetzt die Tier-Tier-Seite. Ja gut, ausgeblendet ist es jetzt nicht mehr so grau. Wir haben hier definitiv eine leichtere Deckkraft. Es ist ja auch eine BB-Creme als bei dieser hier. Aber ich mag beide Seiten sehr, sehr gerne. Und ich mag jetzt sowieso die Misha Foundation. Die war jetzt hier, wie gesagt, neu formuliert oder in einer neuen Verpackung. Keine Ahnung. Ich hatte die noch in der alten Variante. Ich mag jetzt aber auch die neue. Ne? Also leichte Deckkraft, eine schöne Alltagssache. Und ich glaube, auch viele von euch haben die bei sich zu Hause, ne? Und finden die auch richtig klasse. Wobei, also ich mag beide sehr gerne. Die ist halt wirklich für, wenn du ein bisschen mehr Deckkraft brauchst. Die ist für ein bisschen weniger Deckkraft. Hier hast du auch ein bisschen mehr Glow. Dafür weiß ich nicht. Ist es hier vom Gefühl her, sind aber beide sehr, sehr leicht. Ich mag sie, doch. Ja, tipptopp. So darf es gerne weitergehen. Ja, hier habe ich jetzt meinen Nabla-Concealer. Da habe ich jetzt keinen neuen. Und auch Puna habe ich mir jetzt kein neues bestellt. Dann nehme ich auch einfach meine, die ich jetzt so aktuell in Anwendung habe. Hier einmal das von By Terry. Das kommt so um die Augen drumherum, an der Nase, am Mund. Und übers ganze Gesicht nehme ich hier von Too Faced mein Primed and Poreless. Aber dafür verwende ich einen Pinsel, den ich mir gekauft habe, von Flower Nose. Den hat die liebe Nicole Chiquitas Play schon so viel in die Kamera gehalten. Und oh, jetzt habe ich ihn auch. Sie hat jetzt so
davon geschwärmt, dass der auch so klasse sein soll und so. Und das möchte ich mir auf dem Gesicht einfach mal selber anschauen. Ich meine, optisch ein Traum, ne? Also da hat man irgendwie schon, ich weiß nicht, so eine Vorsicht, den zu verwenden und auch eine Vorsicht, den zu waschen. Ich auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Dann rühre ich jetzt hier mal in so meinem Puder rum und trage mir damit mein Puder auf. Gut, dafür ist er vielleicht ein bisschen klein. Wobei ich ja hier auch gar nicht so super viel abpudern muss, um ehrlich zu sein. Weil sich irgendwie beide Seiten auch ganz gut setzen. Ne? Ich glaube, beide Bases, beide Foundation-BB-Cream-Geschichten sind auch dafür ausgelegt, dass man sie theoretisch gar nicht abpudern muss, sondern einfach so im Alltag tragen könnte. Nicht mit mir. Ich mache hier binär, entweder ganz oder gar nicht. Also der ist ganz süß, aber wie gesagt, zum Puder auftragen ist er mir persönlich etwas wenig. Auch wenn er eigentlich ganz cool ist, ne? Weil der ist so hier ein bisschen zusammengedrückt. Also man sieht, man hat hier quasi so eine breite Seite. Das ist hier oben so ein bisschen rund, in Anführungsstrichen, oder auch spitz zusammen. Also es geht hier oben auf jeden Fall zusammen. Ist das rund, ist das spitz? So ein Zwischending. Genau, und also wie gesagt, hier eine breite Seite und eine etwas flachere Seite. Ich glaube, dass ich den jetzt auch ganz gut verwenden kann, um Bronzer aufzutragen. Und auch da habe ich mir was Neues gekauft. Palace Identity, das ist auch von CC, glaube ich. Ja, in der Farbe 02 Taupe Brown Blossom Contour. Ich habe es jetzt schon bei so vielen gesehen, ne? Und deswegen musste der jetzt unbedingt auch mit. Der ist einfach super graustichig, dieser Bronzer-Kontur-Dingenskirchen. Diese Glitzerviecher da drauf, das ist wohl ein Overspray. Das heißt, beim ersten Mal hat man das dann gegebenenfalls mit im Gesicht. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Diese Blumen sind auch sehr schön. Das wird jetzt auch eine sehr dezente Kiste mit uns. Kommt aber ganz gut was auf den Pinsel, ne? Wow, also wenn man wirklich genauso wie ich Hautton super hell ist, sieht man den sogar. Und den sieht man sehr gut, weil der so natürlich aussieht. Das ist ja abgefahren. Und der Pinsel eignet sich dafür auch wirklich gut. Das harmoniert gerade sehr miteinander. Bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass ich halt so Bronzer und Contour in einem mache, ne? Und dass ich dementsprechend meine Bronzer auch immer etwas kühler wähle. Da fährt man mit diesem Produkt sehr, sehr gut. Also das funktioniert gerade richtig gut. Finde ich richtig abgefahren. Also ihr seht es jetzt auch, ne? Es ist relativ kühl. Relativ, recht sehr kühl. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen nicht ganz so fresh, ne? Weil ich jetzt halt auch eine sehr gemutete Gesichtsfarbe habe und der Pinsel verliert Haare. Das nervt ein bisschen. Dann habe ich hier Milk Touch. Das ist in Pure Apricot ein Blush. Touch my cheek. Milk Touch, yo. Und ich weiß nicht, ob ich mich in der Farbe vielleicht etwas vergriffen habe. Das sieht sehr, sehr hell peach-mäßig aus. Kann aber richtig gut werden. Mal gucken. Ich lade jetzt meinen Pinsel hier ordentlich auf und dann tupfe ich mir den hier mal hin. Ich glaube, in der Kamera sieht man den nicht unbedingt, ne? Aber ich sehe den halt jetzt hier vor mir im Spiegel und finde den sehr hübsch. Aber er ist mir eigentlich zu wenig, um ehrlich zu sein. Obwohl das natürlich halt auch jetzt total in ist mit diesem Peach, ne? Aber wenn du nur ein Müh dunkler bist als ich, siehst du den einfach nicht mehr im Gesicht. Oder wenn du halt auch ein fair Mensch bist und einen warmen Unterton hast, dann könntest du das fast schon als Puder verwenden. Ist auf jeden Fall mal was Ausgefallenes für mich persönlich, weil ich glaube, so eine Blushfarbe habe ich jetzt so noch nicht. Dann habe ich mir hier einen Highlighter gekauft. CC mit dem British Museum. Das ist einmal der Highlighter Pressed Powder S01. Da haben wir dieses süße Engelchen-Pärchen drauf und ja, hier ist auch ein Engelchen drin. Ich bin mal gespannt, wie sehr der jetzt auf meinem Gesicht abgehen wird. Ich habe mir vorgestellt, könnte eine Alternative zu irgendwas von Rihanna vielleicht sein. So war meine grobe Idee. Ich kann ja erstmal hier rein swatchen. Mhm. Der ist schon sehr interessant, ne? Also sehr, sehr glazed. Nee, doch nicht. Ich hatte jetzt nämlich so von der Seite geguckt und mir gedacht, der könnte vielleicht ein bisschen, man sieht ihn kaum, ne? Aber man sieht ihn ein bisschen. so ein bisschen glasiert könnte der sein. Der ist ganz abgefahren. Weil wenn ich die Hand jetzt so, oh, da sieht man ihn jetzt ein bisschen mehr. Da scheint nämlich kein eigenes Grundpigment, sage ich mal, zu haben. Mal gucken, wie der jetzt auf dem Gesicht wird. Auftragen, einpolieren, so sagte Melly ja mal. Kaum sichtbar. Also das ist halt auch ein Hauch von, ne? Der basht dich jetzt nicht weg. Und ja, die Misha Foundation rieche ich immer noch. Das ist crazy. Also wer wirklich so auf super dezente Highlighter steht, kann sich den mal angucken. Ich finde den jetzt auch nicht grob oder so. Ich habe den jetzt ja in mehreren Schichten aufgetragen. Vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Also man sieht ihn, ne, wenn das Licht so drauf fällt. Das reflektiert schon. Also wie gesagt, ein dezenter Highlighter ist es meiner Meinung nach. Aber jetzt nicht irgendwie holographisch oder so, wie ich erst befürchtet hatte, ne. Das war nur ein Knick in der Optik. Ich habe auch ein Augenbrauenprodukt mit zugeschickt bekommen gehabt. Das werde ich jetzt aber nicht verwenden. Das ist das Entropy Tough Brow
Lift Perm Set. Genau, damit kann man halt seine Augenbrauen laminieren. Ich bin ehrlich, ich laminiere meine Augenbrauen nicht. Das wird demnächst mal verlost werden. Einfach weil ich, wenn ich die jetzt hochmachen würde, dann wären sie lang, ja, weil ich ein Augenbrauenwachstumsserum verwende. Aber das würde mir jetzt nicht unbedingt weiterhelfen. Ne? Deswegen, also sowas verwende ich jetzt leider nicht unbedingt. Das heißt, ich verwende hier meine beiden Produkte, die ich jetzt aktuell offen habe. Das ist einmal von Eveline mein Micro Precise Brow Pencil und mein Catrice Superglue. Dann mache ich mir mit dieser Palette mal bunte Augen. Die bunten Augen sind am Start. Dann habe ich mir noch einen Liner gezogen und Setting Spray drauf gemacht und ein bisschen die Wimpern gecurlt. Denn jetzt geht es zu einer Mascara. Hier habe ich die Comb Mascara Black Lash Up von Etude, ist es glaube ich, ne? Ja, von Etude. Ich habe sie hier in der Farbe Black, also in Schwarz. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin eigentlich gar nicht so ein riesiger Fan von den K-Beauty Mascaras, weil die bei mir einfach bislang nicht so gut performt haben und man sie sehr schwer nur abbekommen hat. Auch hierzu schreibe ich euch natürlich in die Infobox, wie die gehalten hat. Ja, das ist diese hier. Schaut so aus. Ihr kommt natürlich gleich auch ein bisschen näher ran, dass ihr euch das Ergebnis auch etwas besser angucken könnt. Wir haben so eine schöne matt-schwarze Verpackung, was ich toll finde. Wir haben auch hier, ich glaube bei allen Produkten, ne, steht ein Expiry Date drauf. Bei denen auch? Nee, bei denen nicht. Ja, hier steht überall irgendwie drauf, wann die Produkte ablaufen, was ich sehr interessant finde. Das ist ein, oha, ein Gummibürstchen, wo wir an einer Seite längere Borsten haben und an der anderen Seite kürzere Borsten. Das heißt, damit kann man dann Länge und Volumen meistens schaffen. Riecht ein bisschen chemisch und die ist auch so ein bisschen gebogen. Ne? Also eine kleine Banane ist das schon. Wir haben nicht allzu viel Produkt jetzt hier an dem Bürstchen dran. Also es sieht sehr, sehr spannend aus. Mal gucken, wie es performt hier. Jetzt seht ihr nämlich auch die Base von NARM. Und ja, mit dem Setting Spray haben wir auch noch ein bisschen mehr Glow zurückgeholt. Und da sieht man jetzt auch den Highlighter wieder ein bisschen mehr. Also wie gesagt, der Blush ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Bronzer finde ich großartig und die Foundations, BB Cream Geschichten auch sehr, sehr gerne. Wobei ich glaube, ich diese Tier-Tier-Seite etwas mehr mag als die Misha. Jetzt gerade jedenfalls, ne? Genau. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Sie könnte mir persönlich einfach ein ganz kleines bisschen mehr Länge machen, dann würde ich sie ein bisschen mehr feiern. So ist sie ganz solide, ne? Sie trennt die Wimpern, sie macht Schwung rein, aber sie haut mich nicht so vorne. So, bin ich ehrlich. Und ich wollte gerade mit einer anderen Mascara noch ein bisschen nachlegen. Also man hat halt direkt, wenn man mit dem Bürstchen so durchgeht, dieses Krrr-Krrr-Gefühl. Es trocknet schon sehr, ne? Da muss man wirklich gleich mal gespannt sein. Und Double Cleansing. Double Cleansing braucht man hierfür definitiv. Ich meine auch für den Look, aber für die Mascara, ne? Und apropos Abschminken, dafür habe ich mir auch welche bestellt. Und zwar hatte das Katrin von Katrins Welt und so empfohlen. Genau. Das sind so Dinger, die man sich um die Handgelenke macht. Die habe ich mir einmal in so einem cremigen Peach-Ton bestellt und in so einem hellblau. Ich weiß gar nicht, das ein Zweier-Set war. Also, dass man da sowieso so ein Doppelpack hatte, das weiß ich gerade wirklich nicht. Macht man sich auf jeden Fall, wenn man sich jetzt abschminkt zum Beispiel oder wenn man morgens sein Gesicht wäscht, so um die Handgelenke und dann läuft ja nicht die ganze Suppe so den Arm runter. Das ist wirklich cool. Ich habe das jetzt bislang immer so gemacht, dass ich meinen Bademantel dafür genommen habe. Ne? Aber ich glaube, dass es doch etwas nachhaltiger ist, mal immer wieder diese Dinger zu waschen, als immer wieder einen Bademantel zu waschen. Und deswegen habe ich mir gedacht, macht das durchaus Sinn mit uns Vieren, Dreien, Sechsen, Fünfen. Wow. Und ich habe mir jetzt auch noch diese Rise Sheet Mask von einem From mal wieder bestellt. Das ist einfach so eine ganz normale Tuchmaske, die ich einfach richtig gut finde. Die sind schön nass und feucht und toll und ich mag sie und ich finde sie einfach super angenehm, ne? Und das ist auch sehr beruhigend und so. Und diese koreanischen Tuchmasken kann ich immer wieder euch ans Herz legen. Die haben eine ganz, ganz tolle Passform und richtig viel Serum drin. Und nicht nur das, sie haben halt auch eine ganz tolle feuchtigkeitsspendende Wirkung, was jetzt im Sommer richtig geil ist, ne? Genau, so, jetzt kommen wir mal zu Lippenprodukten. Da habe ich mir das hier, glaube ich, selber gekauft. Love Soufflé von Miko Illustrations Florette. Warum ich mir das gekauft habe? Ich glaube, man kann es sehen, ne? Aber ich glaube, es wird noch heftiger. Das ist die Farbnuance 03. Man hat hier so ein, also das macht man hier oben drauf. Das muss man nicht drauf machen. Aber ich würde es halt schon empfehlen, weil das gehört halt zum Kompletten dazu. Hallo, mein Name ist Claudi, ich bin 35 Jahre alt und ich stehe voll auf sowas. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, Leute. Ja, genau. Und genau, das kann man hier so abdrehen und dann hat man hier so ein Liquid Lip, was auch immer, ne?
Könnte sogar zum Look ganz gut passen. Dann habe ich hier auch noch, ich kann es ja mal swatchen, dann haben wir es doch schon mal. Dann sehe ich auch, welche Textur ich haben möchte. Oh, das ist sehr, sehr matt. Das ist wirklich sehr, sehr matt, aber sehr, sehr cooler Ton. Und das ist halt so ein typisches K-Beauty-Lipgedönsen. Ne? Das tupfst du dir auch nur so ein bisschen drauf, verblendest dir das ganz nebulös und dann hast du halt so ein Fancy-Pansy. Und dann habe ich hier noch zwei weitere. Einmal habe ich Half and Half Water Glow von Black Rouge. Das ist dieses hier. Das ist so ein bisschen mit, ne, man sieht es, in der Farbe HG10 Cherry Syrup. Oh, ein Kirschsirup. Das schaut so aus. Sieht ein bisschen so aus wie die Verpackung auch von Romand, ne? Okay, wow. Das ist auch mit so einem Lochapplikator. Es riecht recht chemisch. Ist nicht ganz so meins. Wow. Wow. Das machst du so drüber und das ist wirklich sehr wässrig. Das ist eher so ein Lipgloss. Auch wunderschön, ne? Last but not least habe ich hier auch von Florette den Super Beauty S06. Ne? Das scheint wohl die Bezeichnung zu sein. Ansonsten ist ja alles nur auf Koreanisch drauf. Das kann ich leider nicht lesen. Oh, das ist sehr süß. Das ist mit einem Häschen. Guck mal, wie hübsch das ist. Oh, das ist ein Herz. Das ist natürlich auch cool, ne? Also hier sind schon verspielte Sachen dabei. Ach so, das ist nicht zurückmachbar. Das heißt, du musst es hier hinten klicken. Und dann geht es vorne raus. Oh ja, genau. Und da sollte man auch nicht zu weit klicken. Das haben wir auch bei anderen schon so gesehen. Das ist nämlich im Prinzip wie so ein Lipgloss, wow, da muss man echt aufpassen, weil es sehr warm heute ist, wie so ein Lipgloss, der in Stickform daherkommt, ne? So schauen die drei Schätze aus und ich glaube, ich werde die beiden äußeren hiervon mal miteinander kombinieren, oder? Da trage ich nur den auf. Hm, ist echt schön, super angenehm. Fühlt sich auch wirklich an wie ein Lippenbalsam, ist halt ein Lip Oil quasi. Ein Lip Oil, was du hier so in gepresster Form drin hast. Passt auf jeden Fall zum Look. Ne? Ist sehr hübsch. Alternativ schauen wir uns mal hier diesen Black Rouge an. Das ist kühl. Ich glaube, das ist mit Menthol oder so. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das nicht mag. Und hier ist es halt so, dass man dann am besten die Außenlinie nicht definiert, sondern ausblendet. Gehe ich jetzt hier so mit meinem Finger ein bisschen entlang. Jetzt würde ich den quasi wegwischen wollen. Ne? Hätte man sich direkt halt auch einfach nur mit dem Finger dann so von dem Swatch zum Beispiel so auftupfen können. Sieht ein bisschen aus, als hätte man gerade so Kirschen gegessen oder so. Ist auch schön. Aber wie gesagt, Achtung, Achtung, da ist Menthol drin. Wobei das jetzt fühle ich das gar nicht mehr, so nach ein, zwei Minuten. Dann habe ich hier so mein mattes, süßes Hündchen. Das ist so ziemlich die natürlichste Variante. Ne? Ich glaube, das ist so das Gefälligste. Aber ich mag, glaube ich, alle drei Geschichten ganz gerne. Wobei jetzt zu diesem Look passt das hier für mich persönlich am besten. Ne? Ja, das harmoniert ganz gut. Mag ich auch gerne leiden. Oh, wenn man das Rot länger drauf lässt, also den hier, hinterlässt er einen Stain. Nur mal so. Am Rande, man sieht es hier. Und das ist jetzt auch mein fertiger Look mit den neuen K-Beauty-Produkten, beziehungsweise mit den neuen Produkten von YesStyle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon schon was probiert habt, was ihr vielleicht noch interessant finden würdet, was ich testen soll. Denn es ist meistens so, dass wenn ich diese Videos schneide, dass ich mich auf die YesStyle-Homepage verirre. Und wenn ich dann schon mal Inspo von euch habe, dann weiß ich schon mal, wonach ich gucken kann. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Und denkt dran, wenn ihr möchtet, mit Claudis Welt könnt ihr da auch ein bisschen was sparen. Finde ich immer ganz nice, wenn ich euch da auch einen Code mitgeben kann. Ich glaube sogar, dass der auch ein bisschen affiliated ist. Das heißt, eine ganz, ganz kleine Provision verdiene ich daran noch. Aber ne, nicht das meiste. Ihr Lieben, wenn ihr möchtet, schaut gerne bei YesStyle vorbei. Alles dazu in der Infobox verlinkt. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.